Du möchtest die Tode auf deinem Minecraft-Server vollautomatisch zählen? Dann bleib dran in diesem Video. Um die Tode auf deinem Minecraft-Server zu zählen, brauchen wir einen Command, und zwar den /scoreboard-Command. Man geht in den Chat und schreibt rein /scoreboard und dann schreibt man rein objective add, weil man ein Scoreboard hinzufügen möchte. Dann gibt man einen Namen ein, wie man ihn zum Beispiel nennen möchte. Und weil ich Tode zählen möchte, nenne ich jetzt zum Beispiel einfach Tode. Und dann, was möchte ich mit dem Scoreboard Tode zählen? Zum Beispiel möchte ich den Death Count zählen, also Death Count Tode zählen. Und dahinter muss man nichts mehr schreiben, sondern man drückt einfach Enter. Und jetzt ist der Scoreboard erstellt. Aber wie sehe ich ihn? Und zwar muss ich jetzt noch ein Display setzen. Und das macht man mit dem /Scoreboard Objective. Und dann muss man Set Display. Und dann, wo muss dieses Display sein? Zum Beispiel unter dem Namen. Dann, wenn man einen Spieler sieht, ist direkt unter dem Namen, steht dann, wie viele Tode der hat. Oder halt einfach in der List, das ist, wenn man Tab drückt, oben wo der Name steht, dann steht da direkt daneben auch noch die Zahl. Oder in der Sidebar auf der Seite, und da kann man verschiedene Sidebars noch machen. Und zwar kann man ja auch noch Teams machen, und dann kann man zum Beispiel nur ein Team die Sidebar sehen. Und ich mache das jetzt als Beispiel in der Liste. Und dann muss man noch sagen, welcher Scoreboard, in meinem Fall ist es Tode, und dahinter muss man auch nichts mehr schreiben, sondern einfach Enter drücken. Und jetzt kann ich einfach Tab drücken und man sieht, hier oben steht mein Name und dahinter eine schöne 0, weil bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Und die Tode werden gezählt, sobald der Scoreboard erstellt wurde. Es kann sein, dass ich bis jetzt schon mal gestorben bin, aber jetzt habe ich 0 Tode, seitdem der Scoreboard erstellt wird. Möchte ich den Scoreboard anpassen, macht man /Scoreboard-Players und dann add U.craft Tode, also wem möchte man was hinzufügen, welcher Scoreboard, weil man kann mehrere auch haben, und jetzt zum Beispiel eine Zahl, zum Beispiel ein Tod hinzufügen, und jetzt wurde noch einer hinzugefügt, und wenn ich jetzt Tab drücke, steht da oben eine 1, und wenn ich das nochmal mache, steht da eine 2, und wenn ich das nochmal mache, eine 3. Wenn ich die wegmachen möchte, also wieder was wegmachen möchte, kann ich remove Name Tode 1, und jetzt habe ich 1 entfernt, und ich kann noch 1 entfernen mit dem Remove-Command. Wenn ich den Scoreboard auf genau eine Zahl setzen möchte, mache ich mal einfach Scoreboard-Players Set, dann wem, U.craft, Tode, und jetzt möchte ich es auf, keine Ahnung, 40 setzen, und wenn ich jetzt Tab drücke, wird es auf genau 40 gesetzt. Ich kann da auch jede andere Zahl hinschreiben, wie zum Beispiel 15, und jetzt ist das 15 tot. Buchstaben kann man hier nicht verwenden, weil damit wird etwas gezählt, und deswegen kann man leider Buchstaben nicht verwenden. Mit Reset kann man den Scoreboard von zum Beispiel U.craft Tode einfach resetten, und jetzt bin ich wieder zurück auf 0. Mit /Scoreboard-Players und dann Operation, dann den Spieler U.craft Tode, kann man Prozent rechnen, mal rechnen, plus rechnen, minus rechnen, geteilt rechnen und größer, kleiner, gleich setzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das addiere, den Scoreboard von mir, addiere ich mit meinem eigenen Scoreboard, ist es immer noch 0. Wenn ich zum Beispiel einen Scoreboard von 15 habe und ich den dann zusammen addiere, habe ich 30. Und wenn ich jetzt wieder mit mir selber addiere, habe ich 60. Somit kann man auch viel plus rechnen und minus rechnen von den Scoreboards von Spielern untereinander. Das Scoreboard Players List U.craft. Da kann man sehen, wie viele Scoreboards der Player hat. Bei mir ist das aktuell nur einer und das ist der Scoreboard Tode und der ist bei dem Spieler, also bei mir, auf 1. Also mit /Scoreboard-Objective kann man Scoreboards allgemein erstellen, verändern, und mit Players kann man den von einem bestimmten Spieler mit verschiedenen Triggern verändern. Und bei Objective ist noch was anderes dabei, und zwar mit Remove kann man einfach Tode löschen. Das will ich jetzt gerade nicht. Und mit List werden alle aktuellen Scoreboards aufgelistet, die auf dem Server existieren. Mit /Scoreboard-Objective-Modify, dann welcher Scoreboard, in meinem Fall Tode. Und dann Display-Name, kann man den Display-Namen ändern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf 2 ändere, steht da, der Display-Name von Tode ist jetzt 2. Und wenn ich jetzt /Scoreboard-Objective-List mache, steht da, es gibt einen Scoreboard und der heißt 2. Mit /Scoreboard-Objective-Modify-Tode und dann Rendertyp kann man noch einstellen, wie das angezeigt werden soll. Und zwar ist es aktuell auf Integer. Wenn das eingestellt ist, wird da oben eine Zahl angezeigt. Und man kann das auch noch ändern auf Hearts, also auf Herzen. Und wenn ich jetzt Tab drücke, wird das angezeigt in Herzen. Aktuell ist mein Tode
Counter auf 1 und das ist ein halbes Herz. Wenn ich jetzt auf 2 ändere, sind das 2 halbe Herzen und wenn ich es auf 5 ändere, sind es 5 insgesamt halbe Herzen. Und somit kann ich auch meine Todesanzeige in einem anderen Style anzeigen. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, lasst gerne eine positive Wertung da und wenn es dich interessiert, wie man jede Verzauberung in Minecraft bekommt, wie zum Beispiel Manning, schau dir dieses Video an und damit sage ich Tschüss.